Hallo und herzlich willkommen hier wieder, wieder zurück, das fängt ja gut an, zu Ghost Recon Breakpoint mit dem Ingo Viva. Und mit dem Big Mona, hallo, hallo. Wir müssen ein neues Spiel starten und wir können am Anfang noch nicht zusammenspielen. Nee, deshalb, wir müssen erstmal. Genau, ich habe jetzt einen Ladebildschirm, das ist alles gut, das lädt immer 10 Jahre das Spiel, deshalb. Cool, mal schauen, wie das Spiel ist. Wir haben ja Ghost Recon Wildlands. Ich würde mal sagen, relativ viel gespielt. Relativ viel. Das haben wir richtig viel. Im Livestream, aber auch alleine. Ja. Also nicht allein, sondern, naja, als Let's Play haben wir es nie gemacht. Also wenn, dann immer im Livestream. Im Livestream haben wir es immer gespielt. Da haben wir es dann aber lange gespielt, ja. Da haben wir es relativ lange gespielt, aber jetzt Breakpoint, ja? Break. Genau. Ich bin gespannt, wie es wird. Soll unterschiedliche Meinungen haben zum Spiel. Alter Schwede, hat mich das erschrocken. So, ist jetzt ein Video, ja? Willkommen auf Aurora. Wir haben Sie erwartet. Ich bin Jace Skell und dies ist Welt 2.0. Sie wurden hier. Es ist auf jeden Fall wieder eine offene Welt. Es ist wieder. Ja, mit. Aber noch mehr Survival soll es angeblich sein. Das Beste aus dem Leben zu machen. Achso, Entschuldigung. Bei mir redet so ein Mann und erklärt die Welt gerade. Fernab vom Rest der Welt werden wir Mittel erschaffen, die den Planeten in die Zukunft führen. Eine komplett nachhaltige Wirtschaft, eine friedvolle Umgebung, sichere Häuser, Sicherheit für die ganze Familie und eine Gemeinschaft, die Innovationen zu schätzen weiß. Die Generationen, die uns nachfolgen, werden uns vielleicht vergessen. Aber sie werden von unserer Arbeit hier profitieren. Danke, dass Sie Teil von Scouting auf Aurora werden. Gemeinsam errichten wir das Aurora heute. Okay, bin ich, glaube ich. Die USS Say ist unter mysteriösen Umständen in der Nähe von Aurora Archipels Sitz der Firma Skelltech gesunken. Da sie keinen Kontakt mit Aurora aufnehmen konnte, startet die CIA die Operation Greenstone. Sie führen Spezialkommando von... Mann, so schnell kann ich nicht lesen. So. Wieso ist das eine Frau? Spielt man eine Frau? Ah! Anpassen, jetzt kannst du auch wieder reden. Ich muss einen Mensch anpassen. Aussehen. Nee, man kann. Genau, man kann auch Dings machen. Ja, ich will doch einen Mann spielen. So, Gesicht. Das ist alles vorgefertigt? Oh, da hab ich Glück gehabt, fast gesehen. Das macht schon wieder Spaß, ey. Ach, das wieder mit dem Anschleichen und dann Ausschalten mit Schalldämpfer und... Ah, und es gibt so viele schöne Sachen, die man hier machen kann. Ich habe ja schon die Beta gezockt. Und ja, wollte eigentlich ein Video rausbringen, aber halt doch nicht. Und ohne Spaß, man kann sich im Schlamm dann wälzen und sich tarnen im Schlamm. Machst du gerne, ne? Mit dem Aussehen starten jetzt ganz schnell. Man kann ja irgendwie nicht mehr so krass... Also ich glaube bei Wildlands konnte man... Man kann es aber noch verändern im Spielverlauf. Okay. Also du musst jetzt keine Angst haben, man kann es noch. Ich glaube, wir sind abgestürzt. Ja, man ist abgestürzt. Blackhawk down. Das ist schon geil. Das machen wir natürlich jetzt als Aufnahme, nicht als Livestream. Weil als Livestream haben wir ja schon Far Cry New Dawn. Genau. Wie man es so schön ausspricht. New Dawn. New Dawn! New Dawn! New Dawn! Ah, New Dawn. So, und ich habe mich mal einmal im Schlamm gewälzt. Das ist so mega geil, ey. Wenn du dann im Schlamm bist, dann sieht wirklich der Gegner nicht. Dann läuft er an dir so fast vorbei, ey. Fast. Da stürzt der nächste Heli ab. Okay. Oh, da ist noch einer. Naja, laufen wir mal weiter. Da bin ich auf die Fresse geflogen. Noch.
Auch schön, dass du. Konntest du die Schwierigkeit einstellen? Ja. Was hast du gemacht? Mittel. Also halt, nicht Arcade. Arcade ist ja einfach und dann nächste. Mhm. Ja. Zu schwer will ich es nehmen, weil wir wissen ja aus White Nance noch. Das wissen wir noch, ja. Und das ist jetzt ja nochmal krasser anscheinend, ja, mit Wunden und so. Mhm. Da habe ich nicht so Lust drauf, dass das dann. Ne? Das stimmt. Immer schön smooth. Aber im Moment können wir noch nicht zusammen spielen, weil es ist halt so wie bei Far Cry. Man muss erst alleine machen. Ja, nur das Video. Ey, die machen 10 Jahre zeigen, wie er auf dem Boden liegt, der Typ. Nee, du blutest doch aus dem Gesicht, oder nicht? Ja, jetzt lag er aber gerade auf dem Boden. Achso. Ah, jetzt. Hab ich schon am Laufen? Nein. Jetzt fängt erst Ghost Recon, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Breakpoint. Und ganz wichtig ist auch hier in dem Spiel Kisten looten, weil es gibt bessere Waffen, es gibt bessere Ausrüstung. Und die sollte man natürlich mitnehmen, weil das wäre echt schwachsinnig, wenn man es nicht machen würde. So. Es gibt so viele Sachen. Du musst auch erklären, Fähigkeiten gibt es. Das sind alles so schöne Sachen hier. Ich habe die Lautstärke doch nochmal ein bisschen runtergestellt. So. Q, um Verletzung zu heilen. Nee, G. Okay. So. Dann heile ich mich mal. Eine zweite Waffe ausrüsten. Also scheint es nicht so, dass man automatisches Heilen hat, sondern... Nee, man muss schon... Genau. Darum immer Augen auf. Okay. Das ist geil mit den Waffen wieder hier. Sehr gut, dann darf ich jetzt das erste Mal laufen. Zu einem Wegpunkt, zu der Abschlussstelle sieht es so aus. Genau, probier aber alle Tasten aus, hier mit Ducken, hinlegen, dann eincremen mit, also Leertaster mit Schleim, dass du halt dann wirklich versteckt bist. Dann im Menü kannst du aber mal zeigen. Ja, das wird... Weil es ist ein bisschen anders als das andere. Ja, krass. Alter Schwede. Der hat sich eingesuhlt. Was ist denn im Menü? Ah, okay. Also ich drück auch mal im I, zum Beispiel, dann gibt's ja halt Bewaffnung. Ja. Ne? Bei der Bewaffnung ist halt die Sache... Warte mal, cool. Also es gibt Karte, dann gibt es halt mit Freunden spielen, aber das kann man ja noch nicht. Obwohl, warte mal, kann ich dich einladen? Ja, aber dann bin ich ja in den fertigen Dingsens. Aber ich könnte bei dir eintreten. Echt? Beitreten. Ich könnte bei dir beitreten, theoretisch. Aber das lassen wir lieber noch. Ja, bevor... Machen wir erstmal alleine, genau. Wie gesagt, dann Ausrüstung, kann man halt die ganzen Waffen wechseln. Dann halt, kommt aber bei dir noch später. Das wird auch noch alles noch gezeigt. Fertigkeiten. Da kann man sich vier Klassen aussuchen. Scharfschütze, Panther, Sturmsoldat oder Feldsoldat. Und das kann man natürlich alles freischalten, aber halt, wenn man sich auf eine Sache stützen möchte, zu sagen, okay, ich möchte gerne der Sturmsoldat werden, dann ist extra für dich so ein Baum, den du freischalten kannst als Sturmsoldat. Okay, okay. Aussehen kannst du ändern, auch im Spiel noch. Also wie gesagt, das ist alles möglich. Das kennen wir ja so ein bisschen auch von Wildlands mit den Anziehsachen und Waffen. Das ja auf jeden Fall. So, ich renne jetzt mal hier ein bisschen her. Regnet. Regen? Das ist auf jeden Fall nass. Oder habe ich immer... Nass! Nass! So, und zwar... Gut. Ah, da sind zwei... Kurz zwei Mädchen. Kann ich die ausschalten? Nahkampf. So, ich rüste mir eine Nachtsicht aus. Ganz wichtig. Ich schleiche mal an den Typen heran. Ah, F Nahkampf. Okay. Oh, schön. Dann gehe ich mal an den heran. Ich will das nicht sehen, jetzt schuldige Scheiße. Two enemies down. Two enemies. Target spotted. Sitting on the ground. Was ist denn da? Das ist nichts Relevantes, okay. Ja, dann gehe ich mal zur Absturzstelle, weil es scheinen hier keine Gegner mehr zu sein. Sind nur zwei? Nicht jetzt? Gut, wenn ihr meint. Nur zwei Leute dahin zu stellen. Versuche die Absturzstelle. Hier ist eine. Sieht aus wie eine Waffenkiste. Ja, oh ja, geil. Geil, dann kann ich ja gleich ins Menü mal gehen. Verzeihen. Aber wie mache ich das denn? Denn die Waffe. Ah, okay, man muss auf die Waffe drauf gehen.
Dann. Okay. Nice. Da habe ich doch wohl ein Gewehr, ne? Meine Leute. So. Ja, das sind deine Leute. Untersuchen. Die leben auf jeden Fall nicht mehr. Verdammt. Ah, hier habe ich so ein Objektdraht. Okay. Krass. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier noch was? Halt nicht so. Das, ja, der Hubschrauber, der funktioniert, glaube ich, nicht mehr. Nee, nee. Dann muss ich da hin. Ach so, es gibt 3 Absturzstellen. Ah, okay. Mhm. Genau, richtig. Haben wir denn hier noch Munition, ein paar Munitionssachen, okay, geil. Das ist doch nice. Damit kann man arbeiten, würde ich sagen. So, da ist ein Gebäude. Ich versuche mich mal so ein bisschen an den Gegnern wegzuschleichen, dass wir vielleicht, ich weiß nicht, ab wann man Korb spielen kann, ne, aber ja, dass wir dann... Ja, wir können es auch mal ein wenig jetzt schon machen, aber es halt... Oder ich warte jetzt einfach hier und... Warte und einfach, jetzt mach keine Mission, du. Ne, Mission mache ich ja nicht, kann man ja eh noch nicht. Okay. Das ist halt alles hier erstmal Tutorial, aber man kann das Korb auch schon machen, anscheinend. Darum, ich bin jetzt gerade an so einem riesen Gebäude vorbeigelaufen. Sieht ja, aus wie Tschernobyl. Ja, muss auch weiter. Mach du dein Tutorial, ich bin halt ein bisschen weiter schon. Okay. Ah, die sind da alle in den Bunkern drin und so ein Scheiß. Ah! Okay. Na gut. Solange die mich nicht hören. Ein bisschen ist das ja auch vielleicht gut, wenn man nicht unbedingt entdeckt wird. Das stimmt. Also nichts. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. So, da ist die nächste Absturzstelle. Jemand von euch muss doch überlebt haben. Ist schon scheiße, wenn man mit dem Heli abstürzt. Geil. Ich bin so ein Witzbold, was ich gehört. Du bist ein richtiger Witzbold. Okay, jetzt kommt ein Video. Was passiert denn jetzt? Hab ich es jetzt geschafft oder was? Dann doch 3 Absturzstellen. Seht? Okay. Stormcloud 1-1, hier ist Weaver, bitte kommen, over! Hier ist Weaver, kommen, over! Irgendwas! Oh Gott! Kontakt, Kontakt! Was denn für krasse Typen, ey? Ja, die darfst du bloß nicht anficken. Walker? Tut mir leid, Weaver. Das sind ja so Special... Ficker. Kenn ich den Typen zwar nicht? Ja. Das ist doch Shane! Genau, The Walking Dead! Okay, Gefahrenzone. Oder aus The Punisher. 100%? Oh, ne, ich laufe weg da, glaube ich. Irgendwie ja, musst du auch. Irgendwie ist mir das zu suspekt. Ja, ich muss sowieso in eine andere Richtung. Ich laufe durch den Wald. Das ist immer sicherer. Habe ich denn auf dem Gewehr Schalldämpfer? Ja, habe ich. Die Sache ist, du kannst die ganz leicht töten. Das sind ganz normale Krieger. So, die sind echt leicht. Aber die können dich mit einem Schuss zack niedermachen. Okay. So, da sind jetzt normale Gegner. Die stehen genau vor mir. Genau, und die kannst du ausschalten. Wollte ich vorbeischleichen. Die habe ich jetzt ausgeschaltet. Einer hat mich nämlich ein bisschen gesehen, kurz, aber. Ich habe ja Aim. Ne? Ich laufe jetzt durch den Fall. Ich habe jetzt Aim. Ja, was denn? Hab ich doch. Oder wie der Joker lacht. Oder so.
So, da sind auch wieder Gegner irgendwo. Ja, da sind im Wald jetzt vor dir kommen alles nur Gegner. Dann bist du auch gleich da, wo ich bin. Ich bin in so einem Dörfchen weiter oben. In so ganz klein. So, nächste Abschnittstelle. Einfach zur Abschnittstelle. Boah, ich bin wie so ein Ninja, Alter. Keiner sieht mich. Krass. Mann, ich trinke so Weihnachtstee. Ist ja lecker. Das ist wirklich lecker. Das ist nicht gespielt. Oh, ich muss mir gespannt. Oh, ich muss mir trinken holen nachher. Ganz vergessen. Hast gar nichts mehr? Ich hab hier nichts liegen, ne. Wie, man muss einkaufen fahren oder was? Nein, ich hab was zu Hause. Ach so, ja, das können wir ja machen, wenn... Nicht tarnen! Du liegst im Feuer! Okay. Bist du tot? Nein, aber der lag im Feuer. Ach so. Mayday, Mayday. Ach, guck, vielleicht kann ja noch irgendwas anderes Ghost. Hört mich jemand? Eine Bild. Ja, aber hab ich eigentlich alles so, wie es sein soll. 60 Hertz. Auflösungsskalierung 50. Ich hab jetzt nur 50, weil mehr, dann wirst du richtig... Man kann dem weißen Kaninchen folgen. Oder der Herzkönigin. Bitte Lagebericht. Das kann warten. Ihr Mann wird verarztet. Nein, ich muss es so spielen. Folgen Sie dem Pfad hinter den antiken Ruinen. Ihr Ziel liegt in den Bergen zwischen zwei Wasserfällen. Verstanden. Ghostlied Ende. Aber die Stimme, die war schon in Wildlands, glaube ich. Das war genau die Stimme. Weiß ich nicht. So, das habe ich geschafft. Da ist noch eine Kiste. Die gucke ich mal eben. Was kann man denn da öffnen? Oh, ein Sniper. Genau, weil du sniperst gleich ein bisschen. Ja, dann rüst die doch mal auf Fahrt 2 auf. Ja? Ah ja. So, jetzt hier. Schön. Schön, schön, schön. Schön, schön, schön. Schön gemacht. Ich würde sagen, wenn ich bei diesem komischen Lager bin, dann mache ich eine Aufnahmepause, nur um eine Folge wieder, wie wir es bei Far Cry gemacht haben. Hm? Ne? Dass wir einmal gucken können, bevor das hier... Jo. Oh Gott. Oh, hier sind Fahrzeuge. Hm. Geil. Hast du den Typen schon abgetötet? Ich habe niemanden getötet. Muss ich die töten? Kannst du machen, du musst da lang. Ich bin außen rumgelaufen. Ach so, ja gut. Ja, dann fahre ich jetzt eben. Ja, bis zum Dörfchen, da sind nochmal zwei Gegner. Und dann aussteigen wir, dann sind wir zur gleichen Stelle. Dann können wir theoretisch versuchen, mal einen Korb zu machen. Ja, dann mache ich eben eine Aufnahmepause und dann ist die nächste Sache sofort... Im Korb dann. Okay, ich muss einfach fahren, denke ich mal, ne? Das ist ja jetzt... Fuck! Stimmt, hier sind wir Gegner. Ja. Hast du die nicht gesehen? Diese fünf oder wie viel das waren? Nee. Achso. Naja. Auf der Karte, ne? Aber dass die so nah dran waren jetzt. Oh, die Handbremse ist aber doll, ey. Eieiei. Eieieiei. Bisschen rutschig hier, ne? Was zur Scheiße? Niemand kriegt mich. Auf jeden Fall ist die Welt wieder zu erkunden, denke ich mal. Ja, wenn man mal auf M und dann mal hoch geht, haben wir gerade mal so ein Pizzleteil aber gemacht. Die ist, glaube ich, nicht so groß wie die... Das weiß ich nicht. Da habe ich keine Ahnung. Aber es sind halt zwei Inseln, gibt es. Oder drei sogar. Ja. Und halt eine ganz große, damit ein richtig großes massiv Gebirge. So. Und das ist schon mega geil. Ich bin da. Die Höhle. Okay, das ist das Dörfchen. Soll ich jetzt da reingehen? Wie? Wo? In das Dörfchen rein. Da sind noch zwei Gegner. Hier oben sind keine Gegner. Ich bin alleine. Ach so. Ja gut, warte, dann bleib da. Ja, muss ich jetzt warten eben, bevor ich da reingehe. Okay. Gut. So. Guck ich mal den Berg hier runter. So, da. Und wenn sie zu Big Mana werden ihre anderen Aktuellen eigentlich wieder abgebrochen. Die sind so. Aber so müssen wir immer mit dir machen, Böje. Ja. Ja, oder willst aber du mit bevor mir? Du das machst, würde ich sagen, mache ich eben eine Aufnahmepause.
Ja, mach weil das. Dann können wir eben gucken, ob das richtig ist, okay? Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Ghost Recon Breakpoint mit den Viva. Tschüss. Tschüss. Und Big Mana.